Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, wir werden uns jetzt mal ein bisschen in dem Schloss umgucken. Ein Korb mit Strickzeug. Wolle, Schere und so ein Zeug. Halle. Da können wir nirgendwo hin. Ja, dann gehen wir erstmal zur Halle. So, dann wollen wir uns mal hier umgucken. Pflanze, klar. Die Pflanze steht bestimmt erst seit kurzem hier. Bei den Lichtverhältnissen macht sie es aber auch nicht mehr lange. So etwas wie ein Ritter oder Edelmann, würde ich sagen. Der Kleidung nach zu urteilen, muss er vor mehreren Jahrhunderten gelebt haben. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Vermutlich ein Ahnherr der Gordons. Nein. Da will ich nicht nochmal reinschauen. Wirklich nicht. Okay. Ich wollte es ja nur nochmal testen. Wir können überall hin. Ein riesiger Globus aus Metall. Ein monströses Ding. Wir können in den Globus hinein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Ein verzierter Zaun. Okay, da können wir nichts machen, aber später vielleicht. Steinplatte. In die Steinplatte am Sockel des Globus wurden Buchstaben gemeißelt. Es sind Namen. Eine ganze Reihe. Moment mal. Der erste Name lautet Maximilian Mortimer Gordon. Das ist der Name aus Angelinas Aufzeichnungen. Heißt das? Was tut dann jetzt? Zu hören ist nichts. Aber diese Steinplatte könnte ein Deckel für ein Geheimfach im Sockel des Globus sein. Und das wäre ein ideales Versteck für eine der Mosaikscheiben. Oh. Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Nur wie soll ich da rankommen? Ich bin mir fast sicher. Okay, das weiß ich nicht. Also gehen wir mal zurück. So, hier habe ich alles angeguckt. Hier ist eine Tür nach draußen. Draußen brauchen... Ich weiß gar nicht, müssen wir... Sollen wir erst nach draußen gehen? Ich glaube, wir gehen erst nach draußen, ne? Aber erst versuche ich da eine Tür. Eine große Flügeltür. Sie unterscheidet sich nicht von den anderen. Sie ist verschlossen. Herr Inspektor! Sie haben dort nichts zu suchen. Diese Tür bleibt geschlossen. Gewiss, Madame. Verzeihen Sie. Warum stellt sie sich bei dieser Tür so an? Jetzt frage ich mich gerade, gab es diese Tür im ersten Teil auch schon? Ich kann mich nämlich gar nicht daran erinnern, dass da unten eine Tür war. So, wir sind jetzt draußen im Garten und können uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Da ist der besagte Turm. Wir kennen ihn. Wie lange willst du denn noch laufen? Von da oben wird man eine gute Aussicht haben. Der Turm scheint auf allen Seiten Fenster zu haben. Vielleicht war es ursprünglich mal ein Wehrturm, der dann umgebaut wurde. Kann aber auch von Anfang an so ausgesehen haben. Dann kommen wir zu den Stellen. Gucken uns den Schädel nochmal an. Der Erbauer dieses Schlosses hatte aber einen eigenartigen Geschmack. Ich finde den Geschmack gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ein Bewuchs. Mhm. Sieht aus, als hätte der Efeu den Baum gekillt. Und nun greift er aufs Haus über. Praktisch für einen Einbrecher. Aber solange ich mich hier frei bewegen darf, werde ich nicht an der Fassade herumklettern. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Garten. Ich glaube, da können wir nicht hin. Fenster. Von hier aus wirkt das Schloss richtig bewohnt.
Es brennt hinter mehreren Fenstern Licht. Ich glaube, in den Garten kommen wir gar nicht rein. Dort geht es tiefer in den Garten. Alles ist verwildert und verkommen. Ich halte mich besser fern. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Wildnis weiterkomme. Ich sollte mich lieber aufs Schloss konzentrieren. Ich bin ja immer noch ein bisschen... Ja, ich versuche natürlich so viel wie möglich herauszufinden. Und wenn der natürlich sagt, dass ich da ein paar Mal drauf drücken kann, dann tue ich das natürlich auch. Ja, dieser blöde Rabe hier. Wen haben wir denn da? Diese diebische Elster im Rabenkostüm hat etwas, was ich brauche. Ich möchte wetten, dass der Rabe die Mosaikscheibe aus Angelinas Rucksack gestohlen und hier in sein Nest gebracht hat. Ich möchte wetten, dass der... Ein uralter Brunnen. Ich kann mir nicht denken, dass der heute noch benutzt wird. Selbst hier dürften sie mittlerweile einen normalen Wasseranschluss haben. An diesem Gestell wird früher irgendeine Vorrichtung gehangen haben, um das Wasser an die Oberfläche zu befördern. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Und im Brunnen hoffentlich auch nicht. Am Brunnen ist nicht... Ach, da wird später was sein. Der Boden ist hier aufgeweicht und sehr matschig. Der Boden ist hier aufgeweicht. Angeblich haben diese Dinger dazu beigetragen, dass in England immer noch Linksverkehr herrscht. Jemand, der das ziehende Pferd mit der rechten Hand führen würde, würde bei einem entgegenkommenden Gespann zwischen die Wagen kommen. Oh mein Gott! Dem Zustand nach zu urteilen, könnte der Karren noch vor wenigen Jahren in Benutzung gewesen sein. Aber jetzt steht er schon einige Zeit dort. Da ist eine Tür da hinten? Ist ja unheimlich. Eine alte Holztreppe. Führt vermutlich zur Kammer des Stallknechts. Ich möchte da nicht hoch. Sieht nicht mehr sehr stabil aus. Ich möchte da nicht hoch. Leiter. Eine alte Holzleiter. Sie scheint viel in Gebrauch gewesen zu sein. Die Sprossen sind ganz glatt und abgegriffen. Oh, die nehmen wir mit. Britische Hochtechnologie. War es zumindest mal. Louis' Werkzeugkiste. Verschiedene Schraubenschlüssel, ein Lappen, ein Hammer, Zangen, was man halt so braucht. Ich glaube, ich nehme den großen Hammer mit. Den kann ich notfalls auch als Waffe benutzen, was an diesem Ort vielleicht sogar nötig sein könnte. Mehr brauche ich nicht. Und wenn doch, weiß ich, wo ich es finde. Ralph hat von einem glänzenden schwarzen Auto erzählt. Ob er diesen Wagen gesehen hat? Aber wer aus dem Schloss ist heute Morgen zum Tatort gefahren? Und was wollte er oder sie dort? Vielleicht Louis? Ich kenne mich schon nicht mit amerikanischen Wagen der letzten 10 Jahre aus. Mein Wissen über englische Autos aus der ersten Jahrhunderthälfte ist gleich null. Ach, der sitzt da unten. Ich bin gar nicht gesehen. Ach so, ja, jetzt, der ist unterm Arm. Hey, Louis. Klar, verstehe. Du schon wieder. Ich dachte, man hätte dich rausgeworfen. Lady Victoria hat mir erlaubt, mich im Schloss und im Garten umzusehen. Wie nett von ihr. Was willst du? Das ist ein schöner Wagen. Allerdings. Die einzige positive Überraschung hier. Hab ihn hinterm Stall entdeckt und von Grund auf neu aufgebaut. Mein Vater hat früher auch an so einem geschraubt und mir einiges beigebracht. Machen Sie damit manchmal Spritztouren? Zum Beispiel zur Küste? Ich fahre die Ladies. Früher hatten sie noch verdammte Zossen im Stall. Aber die Pflege war zu aufwendig für die alten Leute. Heute ist das hier der einzige mobile Untersatz. Aber sonderlich, häufig kommen die Damen nicht aus dem Haus. Bates geht meistens zu Fuß ins Dorf. Er meint, es sei gut für seine Gesundheit, aber er braucht jedes Mal länger. An der Küste waren Sie mit dem Wagen heute Morgen nicht? Nein. Was können Sie mir zum Schloss sagen?
Nichts. Ein großer, hässlicher Bau. In einem ungepflegten Garten. Was hab ich damit zu tun? Sind Sie nicht der Gärtner? Mein Garten ist ein paar hundert Meilen westlich von hier. In Wales. So ist es. Hier tun Sie also nur, was nötig ist. Wenn überhaupt. Der Garten ist zu groß für einen einzelnen Mann. Und was für einen Sinn hätte es, ihn zu pflegen? Das alles hier ist dem Untergang geweiht. Das Haus zerfällt, die Lady wird nicht mehr lange leben, Bates ist so gut wie tot. Spekulieren Sie darauf, dass Lady Eleanor zurück nach Wales geht, wenn Lady Victoria stirbt? Vielleicht. Was können Sie mir zu Lady Eleanor sagen? Wenn Sie etwas über Lady Eleanor wissen wollen, fragen Sie am besten Lady Eleanor. Sie selbst ist Ihr liebstes Thema. Sie meinen, sie ist egoistisch? Sie hat alles weggeworfen und ist Hals über Kopf hierher geflüchtet, nachdem Sir Richard gestorben war. Wer tut sowas? Das Schloss und der Garten in Wales haben sie an ihren verstorbenen Mann erinnert. Und sie hätte sich an die Familiengeschichte erinnern sollen. Man gibt nicht einfach ein Haus auf, in dem Generationen gelebt und gearbeitet haben. Wie ist ihr Mann gestorben? Hat sich selber in die Luft gesprengt. Hat allerlei seltsame Experimente durchgeführt. In den letzten Jahren war er geradezu davon besessen, hinter das Geheimnis zu kommen, was Sir William und seine Söhne wahnsinnig gemacht hat. Er hat sein Labor kaum noch verlassen und mehr als einmal ist er vor Erschöpfung zusammengebrochen. Die Lady war in großer Sorge. Bates macht einen müden Eindruck. Er ist todkrank. Die Ärzte bezeichnen es als ein Wunder, dass er noch lebt. Aber ich sage Ihnen, noch am selben Tag, an dem Lady Victoria stirbt, wird auch Bates ins Gras beißen. Wie ein Hund, der seinem Herrchen folgt. Ich glaube, er findet es einfach ungehörig, vor seiner Herrin zu sterben. Er sagte, er sei seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt und dass er all ihre Geheimnisse kenne. Das glaube ich sofort. Niemand kennt das Schloss und den Garten besser als er. Wobei, in seinem Oberstübchen sieht es auch nicht mehr allzu gut aus. Wird vergesslich, die treue Seele. Deswegen haben sie ihm Sally an die Seite gestellt, glaube ich. Louis, glauben Sie an Geister? Einige Touristen meinten, sie hätten hier welche gesehen. Ja, ja, der angebliche Geist. Wochenlang haben sie uns belagert, seit Murray das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Das ganze Pack hat den Garten völlig verwüstet. Lady Eleanor sagte, sie habe ihnen freigestellt, zurück nach Wales zu gehen und ihnen sogar eine kleine Starthilfe angeboten. Ich wüsste nicht, was sie das angeht. Ich finde das nur seltsam. Sie wollen unbedingt zurück und bekommen sogar noch Geld geboten. Und dann? Soll ich als Hausmeister in einer verdammten Neubausiedlung arbeiten? Mehr als einmal habe ich ihr angeboten, mich um das Schloss in Wales zu kümmern und es in Schuss zu halten. Aber dafür fehlt angeblich das Geld. Ihnen geht es also nicht darum, zurück nach Wales zu gehen. Sie wollen zurück in Ihr Schloss und Ihren Garten? So ist es. Was Sie wirklich wollen, ist die Zeit zurückzudrehen. Aber das ging leider noch nie. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Geht mir genauso. Das Tor muss vor einiger Zeit erneuert worden sein. Das Holz ist noch hell. Ich glaube nicht, dass ich darin was Interessantes finde. Okay. Achso. So, wir könnten ja mit der Leiter zum Vogel hoch. Das gefällt ihm gar nicht. Ich muss vorsichtig sein. Raben haben harte, messerscharfe Schnäbel, mit denen sie nicht unerhebliche Verletzungen verursachen können. Jetzt werden wir vom Raben gepickt, fallen von der Leiter und brechen uns das Genick. Tot. Au! Nee, ich muss ihn irgendwie verjagen. Das Vieh hackt mir die Finger ab, sobald ich dem Nest zu nahe komme. Solange der Vogel im Nest ist, habe ich keine Chance. Wir könnten hier an dem Brunnen irgendetwas dran machen, dass das runterfällt, aber ich wüsste nicht, was.
Da hinten ist noch eine Tür, da gehen wir jetzt erstmal hin. Oh. Ja gut, ich wollte ja hier sowieso rein. Also von daher, Sally. Hallo. Oh, hallo. Ein lebendes Wesen hier? Mein Name ist Inspektor Falk. Ich bin Polizist. Ein Cop? Wie aufregend. Ich bin Sally. Sie kümmern sich zusammen mit Bates um das alles hier? Naja, kümmern. Also, das meiste macht Bates. Mir lässt er nur die Drecksarbeiten. Kochen und putzen und solche Sachen. Ist das nicht Ihr Job? Das sagt er auch immer. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich meine, ein Schloss mit adligen Bewohnern. Da kann man doch wohl ab und zu auch mal ein Fest erwarten. Oder einen schnuckligen Prinzen? Charles ist ja nun vermarkt. Aber irgendjemand unter 80 täte dem Laden hier gut. Manchmal kommt es mir hervor wie in einer Gruft. Louis scheint sich mehr um dieses Auto zu kümmern als um den Garten. Das ist mal sicher. Seit ich hier bin, schraubt er fast jeden Tag daran herum. Und wenn er gerade einmal nicht schraubt, dann putzt er das Ding oder fährt damit rum. Ist er heute Morgen damit gefahren? Heute Morgen? Ja, ist er. Ich habe gehört, wie der Wagen angelassen wurde. Das kann man nicht überhören. Aber Sie haben ihn nicht gesehen. Ich weiß genau, wie sich der Wagen anhört. Manchmal lässt Louis ihn 20 Mal am Tag an, wenn er gerade mal wieder schraubt. Aber Sie konnten nicht sehen, ob Louis oder jemand anders damit gefahren ist. Nur Louis fährt den Wagen. Mhm. Okay. Wissen Sie, was sich hinter der verschlossenen Tür in der Halle befindet? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber aus Bates ist nichts rauszubekommen. Er hat mich einmal beim Lauschen an der Tür erwischt. Er hat mich zur Schnecke gemacht, wie noch niemals zuvor. Er hat sich so aufgeregt, dass er beinahe zusammengebrochen wäre. Er hat Blut gehustet und ich musste ihn stützen. Seitdem mache ich einen Bogen um die Tür. Ich muss herausfinden, was hinter der Tür ist. Die Räume dort könnten ein ideales Versteck für eine der Mosaikscheiben sein. Ist Lady Victoria eine gute Chefin? Ich weiß nicht. Bates lässt mich kaum mit ihr sprechen. In meinen ersten Tagen habe ich der Lady ein paar Vorschläge gemacht, wie man das Schloss umdekorieren könnte. Einfach ein wenig den Muff rauslassen. Verstehen Sie? Seitdem muss ich Bates immer fragen, wenn ich etwas von der Lady will. Was ist mit Lady Eleanor? Was soll mit der sein? Schnarch! Sitzt den ganzen Tag herum und liest oder strickt. Und sonst? Ab und zu spielt sie Klavier für Lady Victoria. Das könnte man in diesem Haus dann schon als ausgelassene Feierlichkeit gelten lassen. Es wird Zeit, dass ich eine andere Stelle bekomme. Sie wollen fort? Ja, lieber heute als morgen. Vielleicht zu einem Filmstar oder einem Musiker. Irgendwohin, wo Leben in der Bude ist. Was können Sie mir zu Louis sagen? Er ist ein widerlicher Kerl. Erst hatte ich die Hoffnung, dass er nicht ganz so angestaubt ist wie alle anderen hier. Aber er ist genauso ein Langweiler wie alle anderen und ständig schlecht gelaunt. Mehr als 3 Worte bekomme ich nie aus ihm raus. Kannst du mir zu Samuels Geist was sagen? Angeblich haben einige Touristen ihn gesehen. Oh ja, ich habe ihn auch schon gesehen. An einem der Fenster. Ich habe mich tierisch erschreckt. Eine grässliche Fratze. Ich hoffe, dass ich die nie wieder sehe. Tatsache? An welchem Fenster? Weiß nicht mehr genau. Ich glaube, an einem vom verbotenen Flügel. Verbotener Flügel? Ja, oder was auch immer. Die verschlossene Tür in der Halle eben. Hier gibt es nicht zufällig Aufzeichnungen über alle Köchinnen, die hier mal gearbeitet haben? Nee, keine Ahnung. Muss ja auch schon ewig her sein, dass es hier extra eine Köchin gab. Fragen Sie Bates. Der weiß alles. Ich würde ihn oder Lady Victoria lieber nicht fragen. Dann weiß ich auch nicht. Kennen Sie diese Frau? Nie gesehen. Sieht nett aus. Etwas eingebildet vielleicht. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin froh, wenn sie mal ein bisschen Abwechslung kriegt. Gummistiefel. Ein paar alter Gummistiefel. Sie sind blitzblank geputzt. Vielleicht gehören sie Louis. Können wir die mitnehmen? Jawohl. Gummistiefel kann man ja immer gebrauchen.
Eine Küchenzeile, wie man sie nur noch in den Möbelkatalogen des letzten Jahrhunderts finden würde. Aber mit Stil. Man kann nicht mehr genau erkennen, was diese Bilder ursprünglich darstellen sollten. Vielleicht ist es keine gute Idee, Bilder direkt über dem Herd aufzuhängen. Das glaube ich allerdings auch. Ein paar Teelöffel. Alle blitzblank poliert und ordentlich nebeneinander gereiht. Ich nehme nur einen Löffel mit. Ja, ich gehe mal so durch die Gegend und sammle immer alles so. Schrank und sonst haben wir nichts. Gucken wir uns den Schrank nochmal an und dann gucken wir mal den Keller an. Das Geschirr ist sehr gepflegt, aber es kann sein Alter nicht verbergen. Es bleicht langsam aus. Für einen so großen Haushalt ist das nicht viel Geschirr. Aber vermutlich wird es sowieso nur von den Ladies benutzt. Für die Bediensteten ist es viel zu fein. Warte. Eine leere Vase. Sie sieht alt aus, wie alles hier. Ja, eine alte Kaffeemühle. Oh, meine Oma hat auch noch so eine. Ich glaube, sie macht den Kaffee eine nicht mehr damit. Kaffeemühle ist das Letzte, was ich in einem englischen Schloss erwartet hätte. Aber sie sieht auch noch recht neu und unbenutzt aus. Hervorragend. Transsilvanien liegt zwar in Rumänien, aber Untote gibt es in diesem Schloss auch noch. Haken? Was haben wir denn da? Damit kann man Fleisch aufhängen. Oder Pirat spielen. Okay, Tür. Ist bestimmt verschlossen. Und lass mich raten, Bates hat mal wieder den Schlüssel. Die Tür ist verriegelt. Könnte vielleicht zu einem Abstellraum oder einem Keller führen. Gehen wir mal in die Empfangshalle. Ich kann jetzt mittlerweile gar keinen Doppelklick mehr machen. Ach so, hier sind wir schon. Wo sind wir jetzt durchs Esszimmer? Das Esszimmer voll ausgelassen. Warum brennen hier ausgerechnet Kerzen? Weil sie es können. Das Gemälde habe ich mir noch nicht angeguckt. Oh, die Dingens ist weg. Die Victoria. Ob Eleanor da noch was zu sagen hat? Holla, das ist mal eine freundliche Visage. So ungefähr stelle ich mir einen blutrünstigen russischen Zaren vor. Wilde Augen, böser Blick und teure Kleidung. Die Klunke an seinen Fingern und um seinen Hals hat er sich sicherlich auch nicht mit harter Arbeit verdient. Ein kleines Feuer für einen solch mächtigen Kamin. In diesem Land scheinen die alten Ladies härter zu sein als bei uns in den Staaten. Da wäre es in jedem Raum mindestens 25 Grad warm. Zeit, um melancholisch in die Flammen zu starren, nehme ich mir, wenn das hier vorbei ist. Hoffentlich hat die noch was zu sagen. Was ist hinter der verschlossenen Tür dort? Vor 24 Jahren gab es ein schreckliches Feuer hier. Catherine, Samuels Frau, kam damals ums Leben. Seitdem ist der Flügel abgesperrt. Zu viele Erinnerungen. Hä? Der war doch oben. Brach das Feuer im Erdgeschoss aus? Nein, im ersten Stock. Das Erdgeschoss blieb weitgehend verschont, soweit ich weiß. Aber auch die Räume unter denen, die vom Brand vernichtet wurden, sind immer verschlossen. Bates und Victoria achten sehr darauf, dass niemand sie betritt. Verstehe. Wurden damals noch andere Menschen verletzt oder getötet? Eine Köchin wurde verletzt, soweit ich weiß. Sie wollte helfen und hat sich einige Brandverletzungen geholt, glaube ich. Ich sehe mich weiter um. Auf Wiedersehen, Lady Eleanor. Es ist schön, ein anderes Gesicht im Haus zu haben. Dann geh doch mal vor die Tür, dann kriegst du auch mal was mit. Dürfte ich mir ein Stück Bindfaden ausleihen, Lady Eleanor? Einen Faden? Ja, bitte. So gute 2 Meter lang? Von mir aus. Bedienen Sie sich. Danke. Für was brauchen wir denn den Faden? Ich weiß gar nicht, was er jetzt momentan so... Bindfäden sind immer gut zu gebrauchen. Ich habe etwas von dem reißfesteren genommen. Ich weiß nicht, was alte Damen am Stricken finden. Vielleicht wollen sie damit einfach nur die Zeit totschlagen. Und dann gehen wir mal in die Bibliothek.
Bibliothek, sorry. Blöde Angewohnheit, ich sage immer Bibliothek. Ich weiß nicht warum. Lady Victoria ist am Telefonieren. Mal hören. Ich weiß nicht, ob er es ist. Haben wir denn kein Foto von ihm? Junger Mann. Auch für Polizisten ziemt es sich nicht, an Türen zu lauschen. Ich wollte nicht. Verzeihung. Haben Sie von mir gesprochen? Aber warum sollte ausgerechnet Lady Victoria mit dem Orden zusammenarbeiten? Sie hätte mehr Grund als jeder andere, den Fluch beenden zu wollen. Ich will Lady Victoria nicht beim Telefonieren stören. Okay, dann gehen wir nach oben. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Wächter. Sie ist verschlossen. Ach, wahrscheinlich ist trotzdem nichts Besonderes drin. Ein altmodisches Telefon. Aber wen sollte ich anrufen? Ein altmodisches Telefon. Eine antike Vase oder Karaffe. Die lasse ich stehen. So viel zum Thema Nacktheit in England. Hier sind gleich 4 nackte Mädels zu sehen. Und der Kerl, um den sie herumtollen, scheint das auch ordentlich zu genießen. So viel zum Thema Nacktheit. So viel zum Thema. Warum können wir das denn so oft anklicken? Bates Zimmer, Badezimmer. Sonst kann ich hier nirgendwo hin. Also die alten Räume kann ich gar nicht betreten aus dem ersten Teil. Ja, die Tür ist abgeschlossen. Dann gehen wir mal ins Badezimmer. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Nichts als Handtücher. Ja, er macht immer die erste auf. Okay. Handtücher. Ja, ist okay. Ich dachte, er macht alle auf. Ich frage mich, was an dem Spiegel da unten in der Halle los war. Ich habe echt gedacht, ich habe Samuel Gordon gesehen. Vermutlich werde ich vor Erschöpfung zusammenklappen, wenn das hier vorüber ist. Ich sehe müde aus. Ich sehe müde aus. Der Bank? Eine Bank? Das ist ja sowas von komfortabel. Eine Sitzbank in einem Badezimmer. Meine Fresse. Ja, damit man jemanden beim Baden beobachten kann. Kronleuchter? Ein Kronleuchter im Badezimmer. Ein bisschen übertrieben, finde ich auch. Noch? Ja, ja, finde ich auch. Ich habe ja auch Kronleuchter, aber... Vorhänge im Badezimmer. Naja, wer es mag. Ja, Vorhänge, Viele Dächer, Erker, Mauern. Wie viele Zimmer das Schloss wohl hat. Man könnte Mams Häuschen in Biddeford locker in einem der Flügel verstecken. Nochmal, jetzt eine alte Badewanne, irgendwas. Ach, ich habe zu schnell geklickt. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Außer vielleicht, dass der Stöpsel fehlt. Ein Vollbad könnte also schwierig werden. Ich kann nichts Ungewöhnliches Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol der Unsterblichkeit. Was das wohl mit einer Badewanne zu tun hat? Anscheinend nichts, denn wir können da nicht nochmal draufklicken. Ein Wasserhahn, wie er vermutlich vor 50 Jahren überall im Lande zu finden war. Können wir denn das Wasser anmachen? Ich meine, gut, es läuft raus, weil wir keinen Stöpsel haben, aber... Läuft. Es muss ja einen Grund geben, warum man das drücken kann. Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Was muss es für ein Aufwand sein, einen so alten Fliesenboden so sauber zu halten? Ich kann mir bildlich vorstellen, wie Bates 2-mal am Tag überprüft, ob sich in irgendeiner Ecke Schmutz angesammelt hat. Der Boden ist mehr als sauber. Kein Grund zur Beanstandung. Ich brauche auch Bates. Der Boden ist... Ja.
Ah, Victoria ist ja wieder da. Ihre Haushaltshilfe, diese Sally. Ah, haben Sie sich schon kennengelernt? Sie scheint so gar nicht hierher zu passen. Zu uns alten Leuten, meinen Sie? Sie scheint das genaue Gegenteil von Bates zu sein. Das ist eine kluge Beobachtung. Sie verkörpert all das, was Bates zuwider ist. Disziplinlosigkeit, Unordnung, Unzuverlässigkeit, Geschwätzigkeit. Vielleicht wollte er Ihnen zeigen, was Sie an ihm haben. Ich weiß genau, was ich an ihm habe. Aber ich weiß auch, dass es ihm schlecht geht. Er kann sich nicht mehr alleine um das Haus und uns alte Damen kümmern. Die nächste Haushaltshilfe werde ich aussuchen. Und es wird eine fleißigere Person sein. Eine, die Bates wirklich entlastet. Das Schloss ist sehr schön. Aber es... naja... Es zerfällt langsam, meinen Sie? Ich befürchte, da haben Sie recht. Und es ist nicht das Einzige, was hier zerfällt. Wie meinen Sie das? Das Geschlecht der Gordons. Seit Jahrhunderten lebten wir hier in der Gegend und prägten sie wie niemand sonst. Unsere Familie wird aussterben, Mr. Fogg. Bald wird es keine Gordons mehr geben. Und das Schlimmste ist, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verlust ist. Sie meinen wegen... Wegen des Leids, für das einige von uns verantwortlich sind. Ja. Mir ist gerade aufgegangen, dass diese Frau meine Großmutter ist, wenn Angelina recht hat. Sie scheint nichts von einem Enkel zu wissen. Oder doch? Ihr Blick war irgendwie seltsam. Würden Sie mir bitte sagen, was sich hinter der verschlossenen Tür befindet? Nur ein ungenutzter Flügel des Hauses. Kann ich mich dort einmal umsehen? Nein, leider nicht. Der Flügel ist einsturzgefährdet, deswegen ist er auch verschlossen. Halten Sie sich um Ihrer selbst willen fern von dem Flügel. Alles klar. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Dann könnten wir ja jetzt rein theoretisch auch endlich in die Bibliothek. Der Sessel sieht einladend aus. Aber es ist noch zu früh, um sich auszuruhen. Oh, Leute, ich muss einen Cut machen. Okay, Leute, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.